Ja, hallo Freunde, es ist soweit. Der Dulli wird 30 und wir feiern natürlich den 30-Jährigen richtig. Ich habe einen Tinnitus, aber ist egal. Wir starten rein in eine Folge Clan Kriegs Action und haben ganz, ganz viel Spaß. Let's go. Ja. Noch ein Pfeifen in meinem Ohr. Es piept richtig, richtigen Tinnitus jetzt. Aber scheiß drauf, Freunde. Für euch mache ich sowas gerne. Cheers. Oh. Yes, ist Maria. So, hier fliegen die Fetzen und auch im Clankrieg, denn wir haben uns natürlich vorgenommen, auch hier einen perfekten War gemacht. Den letzten Gegner, 18er Winstreak, vernichtet. Und den jetzigen Gegner, den werden wir uns auch holen, denn dessen 13er Winstreak vom Clan Danger, die werden wir natürlich auch ins nächste Nevala schießen. Das muss uns allen klar sein. Ihr Lieben. So. Wie stark die Testo-Schweine auf Rathaus 15 sind. Fantastisch. Wir gehen rein hier und gucken uns die ersten Angriffe an. Greifen aber erstmal selber an. Das wollen wir natürlich auch noch machen. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Die 8 hat schon jemand angegriffen. Meine Herren. Die Nummer, die sind bei mir gescheitert. Passt mal auf kurz, Freunde. Die haben mich so oft angegriffen. Letztes Mal 6-mal und in diesem Clankrieg 1-mal. Ja, nur 1-mal. Das ist ja wirklich... Das ist nicht gut. Die 9 hat mich angegriffen und ja. Das wird nix. Das wird gar nichts, mein Freund. Das kannst du vergessen. Und wir gehen rein hier. Ich muss erstmal gucken, wem ich mit Hydra angreife. Und wir werden natürlich noch eine zweite Strategie nutzen. Aber nicht die Hydra. Wir werden was anderes spielen. So. Mal kurz schauen hier. Ist das die 9? Soll ich die wirklich angreifen? Ja, ja gut, dann ist das halt so, ne? Hätte ich gesagt gehabt. Wir haben hier einen Giftzauber auf der Seite und einen Rage auf der Seite. Da ist ein Bombenturm. Das heißt, von der Seite können wir schon mal nicht reinpimmeln. Wir werden von hier reinpimmeln. Und gucken, dass wir uns hier hinstellen. Das ist der Way to go. Das ist doch, ich glaube, das sollte funktionieren. Dann hier natürlich schön alles runter zwischen diesen Inferno und hier, dass die alle schön hier beieinander stehen. Und dann schießen wir hier alles raus. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob das wirklich klappt, weiß kein Mensch. Also ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Aber ich habe Geburtstag, ich kann mir heute alles erlauben. Jetzt gucken wir, ob wir alles dabei haben. Wir haben irgendwie ein bisschen viel Klonzauber dabei. Das gefällt mir nicht so ganz. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, dass wir hier... Aber wir haben ja alles Gott sei Dank auf Kante. Gut, dass ich nochmal drüber geschaut habe. Das wäre ja sonst ein Riesendesaster gewesen. So, jetzt sieht das hier doch ganz gut aus. Und hier machen wir noch einen Rage und einen Invis rein. Und dann passt das. Was wir jetzt auch machen. Wir geben hier ordentlich Stoff und Testo rein. Auch das was machen wir. Und ich blende euch kurz ein, wie es bei mir gestern aussah in der Legende. Ja, da war ich auf der 5. Ja, das war schon mal richtig knackig. Mein persönliches Best habe ich natürlich auch ausgebaut. Alles nur für euch hier, ja. Ich werde der beste Hydra-Dulli der Welt. Und dann werde ich Itza auseinander spielen. Nicht. Und jetzt gehen wir rein hier. Genug der Krämerei. Gucken wir mal, ob wir auch performen können. Denn große Klappe habe ich hier. Und erwartet bloß nicht, dass ich mit 30 Jahren erwachsen werde. Let's go. Lass uns hier mal reinjodeln. Den Tarnkappenflieger ins feindliche Gebiet. Und lass uns mal eine Bombe droppen. Also, meine lieben Freunde. Wir müssen erstmal 1, 2, 1, 2. Die setzen, weil sonst den Inferno-Turm, der würde mich sonst abfacken. Ja. Jetzt spielen wir hier noch einen rein. Und dann spielen wir den Zeppelin da rein. Und das ist natürlich sehr, sehr knorke. Guck. So läuft das. Putz. Und jetzt geht's hier richtig, richtig wild los. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Kriegen wir die Eagle Death noch? Perfekto. Fantastisch. Ja, da haben wir so viel gekriegt. Ja, das tut.
Das tut auch dolle, dolle weh für den Gegner. Da haben wir ein riesen Loch hinterlassen. Ja, um den Single müssen wir uns noch kümmern, aber wir starten die Hydra jetzt von hier unten. Das machen wir mal, damit wir mal hier loslegen können. Bababababatz. Bababababatz. Hier den König. Hier die Königin. Hier den Warden hinterher. Und den können wir auch gleich mal zünden. Dann gibt es hier die Zündung. Die Luftabwehr möchten wir raus haben. Da müssen wir uns drum kümmern. Und jetzt kümmern wir uns hier um den Freeze noch. Und dann sollte der Monolith auch schön rausgeschossen werden. Perfekt. Der ist gar nicht zur Geltung gekommen, ja. Da machst du einfach nix. So. Perfekt. Genauso stelle ich mir das vor. Und wenn wir jetzt noch diesen nervigen Laubbläser da rauskriegen, vielleicht ja, damit. Fantastisch. Der geht uns schon mal nicht mehr auf den Sack. Guck mal, die Luftabwehr, die wird hier vom König rausgenommen. Ja, was für ein eleganter Move das hier war. Und ja, da können wir jetzt noch den Single rausnehmen. Und dann holen wir hier noch ein bisschen was raus und unseren König zünden wir da noch ein bisschen. Und dann war das ein richtiger Overkill, eine Machtdemonstration zum 30. Geburtstag des größten Bischof-Dullis aller Zeiten. Wer so eine Blimp spielt, so viel rausholt und wer so eine Hydra spielt, der darf sich auch mal belohnen. Ja. Und jetzt geht hier alles noch. Oh, da hinten haben wir noch ein paar Gebäude, aber die jucken auch nicht mehr. Der Rest hier ist nur noch Formsache. Guck mal, wie die hier rumjodeln. Ja, da sieht man mal, das Testo, das regelt auch noch mit 30 Jahren. Fantastisch. Und die Gladi, dass die noch mit einem HP da überlebt hat. Rotzfrech. Rotzefrech. So, damit haben wir natürlich schon mal unsere Standard-Performance rausgehauen, würde ich sagen. War ganz knorke. Ja, das ist doch mal sehr, sehr genial. Das schreit hier schon fast nach perfektem Krieg. Und jetzt, meine lieben Freunde, ihr seht es hier, wir haben die Wurzel-Dullis ausgebildet. Was macht denn der Dulli jetzt hier? Ich sag euch, was der Dulli hier macht. Der fordert jetzt hier erstmal Truppen an. Ja. Und hofft, dass hier was passiert. Und wir gucken uns derweil, bis was passiert, natürlich noch die ganzen Angriffe an hier, die hier passiert sind. Und zwar, TF Alfonso darf ins Video. Fantastic. Der hat nämlich Super Schweinereiter gespielt und zeigt uns mal, wie stark denn diese Pimmick-Druiden sind. Ja, denn der wongelt hier einmal durch die Base durch. Da kann man einfach nur zugucken, sich zurücklehnen, genießen und einen Schluck von seinem Energy trinken. Ganz wichtiger Hase hier. Wichtig und richtig. Ja. Und ihr seht hier einen schönen Funnel errichtet hier mit den Yetis und den Magiers oder Magier. Und dann geht es hier richtig rein Richtung Eagle Death, dass die erstmal gar nicht zur Wirkung kommt. Ja, das schmeckt doch richtig, richtig gut, wenn er hier jetzt noch die Mauern richtig fix aufmacht. Und das sollte funktionieren, oder? Ah, ja, doch, die Ecke hat er aufgekriegt. Oh, was für ein Pixel-Perfect-Dulli der Junge ist. Wahnsinn. Rotzefrech, wie das hier gelingen darf, alles. So, Königin, wichtig, dass du die hier zündest. Die muss hier mal den Scattershot kurz rausschießen. Und die gegnerische Clanburg wird auch rausgeschossen. Perfekt. Ja, herrlich. Und schon geht's. Der wilde Ritt hat schon angefangen hier. Guckt euch das an. Jetzt geht's hier richtig los. Hawk Riders! Es geht los. Oh. Ganz dicke Hits hier mit der Doppelmine. Ja, aber. Riesenbombe. Und jetzt wird hier gezündet. Hundertprozentig. Safe der Hase. Let's go. Finde ich sehr gut hier, Freunde. Finde ich sehr gut. Ja, den Bombenturm, die Queen raus. Und dann ist das hier Formsache. Ja, der Single Inferno, ich glaube, der nimmt noch ein, zwei Schweinis raus, aber er wird es auch nicht mehr nehmen. Klar, die kann er sogar noch zünden. Also das passt alles hinten und vorne. Da machst du einfach nichts. Freunde, da machst du nichts. Denn der ist einfach große Klasse. Ja, TF Alfonso hat mich sehr beeindruckt mit dem Angriff. Schöner Speer. Hat gewusst, dass er ans Video kommt. Deswegen hat er hier so gezündet. Perfekto. So. Guck, es geht schon los, die spenden schon gut. Wir gucken uns noch einen Angriff an. Dann gucken wir uns vorher nochmal kurz den Gegner an, damit wir. Ich habe das noch nie gespielt. Das wird jetzt eine Premiere. Diese Strategie spiele ich heute. Das wird eine Premiere, Freunde. Ihr wisst das. Ich werde eine Blimp spielen. Ja, wer hätte es gedacht? Ich werde gucken, dass die hier reinkommt. Dass wir hier vielleicht den Monolithen, das hier vielleicht ein bisschen viel Schaden.
dass wir hier so ein riesen Loch haben. Und wenn wir das Loch haben, ich weiß gar nicht, kriegen wir das Rathaus, müsste man eigentlich auch kriegen, oder? Wenn ich die Blimp spiele, von hier hinten durchjodeln lasse. Gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Und die muss eigentlich nur bis hierher kommen. Die muss nur bis dahin kommen. Wenn das passieren würde, und ich setze dann ein, zwei Wurzeldullis hier und ein, zwei hier und spiele den Rest dann hier in die Mitte rein, sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Ich bin heiß drauf. Ich habe irgendwie richtig Bock auf die Strategie. Ich habe die gestern gesehen und die ist eigentlich schon fertig ausgebildet. Juckt es euch auch so in den Fingern? Ich würde sagen, wir gehen rein. Ist doch egal, ob wir das Ding jetzt hier verkacken oder nicht. Soll Christian mich aus dem Clan schmeißen? Ich bin eben der größte Dulli. Let's go. Wir gehen rein. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben einfach nichts zu verlieren. Ich muss nur gucken, dass ich meine Warden umstelle kurz. Denn wir brauchen natürlich hier den Bodenwarden, wenn wir Bodentruppen haben. Ich glaube, das dürfte wohl arschklar sein. Und jetzt machen wir was richtig Rotzfreches, sehe ich gerade die Luftfeger. Ja. Okay, passt. Haben wir hier einen Bogenscheiß mit? Ne, haben wir nicht, ne? Haben wir gar nichts mit. Okay, jetzt machen wir erstmal ganz wilde Party hier. Den König lassen wir hier rein und die Wurzeldulli spielen wir hier rein. Ja, da spielen wir da die Hexen hinterher und die Wurzeldullis da vorne her. Spielen das alles hinterher. Babatz, batz, 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 batz. Und dann lassen wir mal wirken, die ganze Sache. Ich glaube, da brauchen wir uns auch gar nicht großartig um irgendwas kümmern. Das Zünden heben wir uns einfach noch auf, weil die Blimp kommt runter. Batz, 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 batz. 4 und 1 und 2. Und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, ich glaube, das könnte doch gut werden, wenn wir jetzt ja die Gladi noch mit reinspielen. Guck mal, jetzt haben wir unsere Superbogenschützen geboostet. Und die kriegen das Rathaus down. Wie rotzfrech ist diese Strategie, bitteschön. Christian, du kannst mir gar nichts. Das sind halt Wurzeldullis, ihr Lieben. Das sind die Wurzelstrategie. Ist so stark, Alter. Wie stark ist denn die? Jesus Christ. Der schmeißt mich nicht aus dem Clan, denn wir holen hier wahrscheinlich 3 Sterne. Guck mal, meine Superbogenschützen, die leben immer noch. Die dürfen hier immer noch leben. Aber ich glaube, es wird ein knapper Hase. Weil die Königin schon wieder nicht das tut, was sie tun sollte. Sie könnte überall hinlaufen. Sie könnte alles tun, aber sie tut es nicht. Und der Warden alleine wird es nicht schaffen, oder? Komm, halte durch, Königin. Halte durch, halte durch, halte durch. Ja! Yes! Königin hält durch. Was für ein lucky Move das schon wieder ist. Du weißt nicht. Was? 3 Zuschauer. Hier, Christian, das für dich. Mit aller Freude, weil ich dich liebe. Ich liebe euch alle. Wir holen hier den Triple. Let's go. Warden, du musst nicht da auf die Mauer reinschießen. Du kannst einfach ganz gediegen hier weitermachen. Oh, ist das frech. Warden dreht wieder um. Digga, die Mauer hier ist doch schon offen. Nee, der Warden muss immer und die Königin heilt sich wieder hoch. Wie gut ist das? Das wird ein Restart vor dem Herrn. Wurzeldullis gespielt. Ja, Finny hat mich inspiriert. Ja, das war gestört. Wir hatten nur Glück. Ich hatte die Situation kein bisschen mehr unter Kontrolle. Doch schon deutlich knapper, als ich das gedacht hätte. Ohne Testo wäre das wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Aber hey, 6 Sterne sind 6 Sterne. Wie wir es gemacht haben, ist doch am Ende des Tages scheißegal. Hauptsache, wir haben es gemacht. Sauber, Chef. Ja. Ja. Sü. Da freuen sich alle. Ja, da freuen sich doch alle. So, schickt mein Herz hinterher. Fantastisch. Haben wir 6 Sterne geholt. Also, ja, den einen haben wir jetzt noch ausgebessert. Und da läuft der Hase. Wird ein Perfect War. Kann man schon damit rechnen, dass das Ding, ja, erledigt ist. Jetzt gucken wir uns natürlich noch den Rathaus 16er an, ja. Den Adrix. Den Adrian gucken wir uns noch an hier. Den Karnickel, den Frechdachs, der hier mit Superbowler durchjodelt. Ja,
Ich finde die Blimp mit den Wurzelfiechern so stark. Also das ist wirklich, wenn die nicht so OP wären, wären das nie im Leben keine 3 Sterne geworden. Im Leben nicht. Aber auch der Dulli darf an seinem Geburtstag anscheinend alles. Ja, meine Königin hat eine KI von Itzu bekommen. Ja, mein König auch, Gladi auch. Ja, was willst du dazu noch sagen? Manchmal gelingt dir einfach alles und das ist doch das Geile an diesem Spiel. Da darfst du einfach alles. Ja, herrlich. Ich finde das klasse. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck, bevor es wieder einen Voice Crack gibt. Ja. Was ich noch sagen will, sorry wegen gestern, wegen dem Video. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass die Lautstärke der Musik ein bisschen zu hoch war. Ich habe es beim Schneiden, ist es mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Im Nachhinein habe ich das Video aber nochmal angeschaut. Ich hatte leider die Datei schon weggelöscht, deswegen konnte ich es nicht runternehmen, nochmal neu hochladen. Daher bitte ich nochmal um Entschuldigung. Danke auf jeden Fall, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich werde da in Zukunft mal ein bisschen besser noch drauf achten, was diese Musiküberlagerung ist. Ich wollte mal was Neues probieren. Ja, ihr wisst ja selber, der Dulli entwickelt sich immer weiter. Ja, Content soll sich ja auch immer weiterentwickeln. Und da muss man halt auch manchmal ein paar Fehler machen. Und dann, ich glaube, aus Fehlern lernen wir. Und gut, dass ihr mich darauf hinweist. Ja, konstruktive Kritik ist immer wichtig. Das habe ich immer zu schätzen gewusst, das wisst ihr. Und wir haben es auch immer gemeinsam alles geregelt. Und deswegen sind die Videos auch so gut, wie sie sind heute, Freunde. Jetzt kommen die mal hier die Monolithen raus. Was ist denn hier los gewesen gerade? Wie lange hat denn das gedauert? Eieieiei, dass da alle Super Bowler schon weg sind, ist aber eine schwierige Geschichte. Ja. Hey, ist der auf Dope? Achso, das ist ein Skin. Ich dachte gerade auch, was ist der denn drauf? Das sah gerade richtig cool. Ja, aber guck mal, wie das aussieht. Als wenn er so auf Koks ist oder so. Auf Gras oder irgendwas. Das sah gerade richtig, richtig komisch aus. Da, ich distanziere mich natürlich von jeglichen Medikamentenmissbräuchen etc. Von Graspflanzen und so weiter. Ja, auch wenn ich die sehr faszinierend finde, muss ich sagen. Aber es ist eine andere Geschichte. Wir spielen Clash of Clans und holen hier den Dreamstar mit Adrian. Fantastisch! So, ja, und so sieht's aus. Ihr seht mal hier, pass mal auf, Kriegsereignisse. Es hat angefangen und direkt haben alle hier angefangen zu rasieren, wirklich. Die haben am Anfang gemacht, einen Dreamstar geholt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, die 6 greift die 19 an, ob das so worth ist. Und dann fängt an, Christian rastet richtig aus, holt den Dreamstar Alfonso hinterher. Christian rastet nochmal aus, Clasher hinterher. Sneaky, der Dulli, der hat wieder komplett verschissen, Alter. Adrian rastet wieder aus. Dann hat Sneaky seinen Fehler wieder gut gemacht bei der 20. Und dann ist Christian hier im Vollmarsch durch die Basen durchgelaufen. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ah, unsere Rathaus 14er sind noch ein bisschen schwach auf der Brust. Da müssen wir noch was machen gegen diese E-Drachen-Spammerei. Das gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Da müssen wir ein bisschen was üben, aber ich glaube, auch das sollte kein Problem werden. Das hier wird ein 60er Krieg, ihr Lieben, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und jetzt machen wir natürlich noch eine Sache, denn ein Geburtstagskind hat natürlich einen Geburtstagswunsch frei. Und ich hole mir jetzt die Szenerie und dann gucken wir uns die gemeinsam an. Bis gleich. Da ist sie, meine Lieben. Meine allerliebste Lieblingsszenerie, die haben wir uns jetzt natürlich gegönnt. Ja, es ist ein Träumchen. Ein Träumchen, man muss sich auch mal selber beschenken. Ja, zum Geburtstag viel Glück. Puste meine Kerze aus und ab dafür. Und ich bedanke mich natürlich für euren Support und dass ihr meine Gäste seid und für heute wart. Wir sehen uns morgen im nächsten Video wieder, greifen in ein neues Jahr voller Spannung und Freude an, voller Emotionen und Ehrgeiz. Und ich würde sagen, ich melde mich ab. Clash of, ihr Lieben, wünsche euch einen wundervollen Tag. Ganz viel Sonne und Liebe natürlich an euch. Cheers. Ich trinke auf euch.